Hey ho und so, Vorbudler und 1.8 begrüßen euch mal wieder und auch dich ganz persönlich. Was haben wir heute vor? Auch erstmal muss ich erzählen, ich habe ein bisschen vorgebuddelt, das werdet ihr gleich sehen. Ich muss erstmal eben ein Frühstück einschmeißen, sonst geht es mir doch gleich schlecht. Ich verspüre da so ein Hüngerchen. So. Na, so, da warte ich lieber noch ein bisschen, das reicht ja jetzt erstmal. Ich will das jetzt nicht verschwenden, denn ich möchte heute auch mal ein bisschen rauslaufen an Fluss. Aber erstmal möchte ich euch zeigen, ich habe doch tatsächlich geschafft, ich habe alles verbraten, ne, was ich noch hatte an Holz und Zeug. Und hier habe ich es tatsächlich geschafft, die komplette Zaunbefestigungsanlage fertigzustellen. Ja, da sind, ach, da fehlen mir noch an den Ecken noch ein paar Fackeln. An den Ecksäulen. Und zwar hier und da. 1.8 nehme ich jetzt mal eben mit. Komm mit 1.8. Bist du. Oh! Ach, der hat gerade mit einem Skelett gekämpft in der Nacht. Komm her. Ja, noch eins? Ja, wir gehen jetzt jagen, ne? Wir gehen jetzt jagen. Komm mit. Plak, plak, plak. Knack, knack. So, da wollte ich jetzt eigentlich auch noch eben schnell die Fackeln anbauen. Ja gut, lasse ich die obere eben drauf. Wir sind heute eben mal etwas verschwenderisch drauf. Eigentlich sollte hier auch noch ein Tor hin zu diesem. Wir rennen eigentlich immer in die Richtung raus und hier habe ich aber kein Tor. Das werde ich dann mal demnächst noch in Angriff nehmen. Verlassen wir das durch dieses Seitentor. Das Dorf, das noch immer keinen Namen trägt, ne? Ja, langsam könnten wir das ja vielleicht mal irgendwie benennen. Aber das sieht aber schon mal ein bisschen besser aus, wenn mit so einer Befestigung. Na, das ist das schon mal nicht so schlecht. Ich wollte ein bisschen in diese Richtung durch den Wald laufen, heute mal wieder ein bisschen Grünes sehen. Ganz einfach. Und außerdem habe ich so gut wie überhaupt kein Holz mehr. Das ist beim Zaunbaum völlig draufgegangen. Und ab und zu werden wir zwischendurch einfach mal einen Baum fällen. Was soll's? Na, haben wir genug und ich sag mal, wir fällen mal ein oder zwei Bäume und dann laufen wir wieder etwas weiter. Weil Baumfällen ist eigentlich für mich als Spieler jetzt hier schon immer eine relativ langweilige Angelegenheit und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt einfach zugucken, würde ich auch wahrscheinlich mal gähnen und auch nicht schon wieder einen Baum fällen. Deswegen möchte ich hier versuchen, ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Netter See hier mit einem kleinen Mini-Strand. Da hinten haben wir noch unseren Steinbruch. Da waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Oh, eine Kuh habe ich doch gehört. Ne, hallo, warum sagt denn keiner mal Stopp oder so? Ich muss ja auch ein bisschen. Vorräte habe ich mich auch kaum noch. Wir haben es ja wirklich schon zahlreiche Folgen jetzt in der Höhle aufgehalten, beziehungsweise dann auch noch draußen ganz weit. Und wir sind immer noch nicht fertig mit dem Dorfausbau. Wo ist denn die blöde Kuh jetzt? Na. Da hinten. Da steht jedenfalls eine ganze Menge Kühe. Jawohl, dann schnappen wir uns die mal. Komm, fangen wir hier unten an. Kommst du hier näher? Oh, die war aber verletzt. Die muss schon irgendwo runtergefallen sein. Die auch? Was ist denn hier los? Hä? Hab ich jetzt sowas wie irgendwie ein Mega-Kräfte oder sowas? Superkräfte? Einschlag? Na. Das sind Sachen, die wollen wir lieber nicht genauer ergründen. Ach, hier habe ich ja noch meine erste Schlafhöhle. Die hatte ich doch hier noch. Ja, Mensch, sicher. Paar Ressourcen mitnehmen. Springen wir bloß nicht wieder ins Werkzeug. Wie in der letzten Folge mit dem Bogen. Das hat mir schon den Rest gegeben. Ja, danach war ich urlaubsreif. Da ist es denn zu glauben. Ja, okay, wir gehen weiter. Ich weiß ja, dass du einfach weitergehen willst. Pass auf, 1.8, da unten ist Lava. Fall nicht in die Lava. Ach, die hätte schon geräumt, die Höhle. Ja, gut. Guck mal, das habe ich alles schon wieder vergessen.
Oh, wie schön. Oh, guck mal hier. Ja, das sind die Stellen. Hier sollte es eigentlich weitergehen. Ja, hier sollte es eigentlich weitergehen mit dem Fluss. Tut es aber nicht, weil hier jemand mit der Schaufel versucht, den Baum zu fällen. So, jetzt werden wir mal ein bisschen nachhelfen. Dafür mache ich mir sogar mal die Füße nass und erlege das Schaf, da ich jetzt im Moment sowieso keine Schere dabei habe. Ach, ich habe aber Getreide dabei. Man hätte vielleicht mal versuchen können. Ja, das mache ich aber auch gleich noch. Denn ich gebe ja zu, ihr habt das alles schon ausprobiert wahrscheinlich, aber ich habe noch nie Baby-Animals gemacht. Babytierchen. Ich habe schon mal vor vielen, vielen 100 Folgen gesagt, dass mich so Babytierchen jetzt überhaupt nicht interessieren, ne? Weil ich ja ein Junge bin und ich will ja lieber Tornados und Zahnräder und sowas haben, ne? Und keine Babytierchen, ne? Aber nun, wie das nun mal so ist, muss man sich mit manchen Dingen einfach erstmal ja abfinden. Zum Beispiel, dass mir der blöde Köter ständig in die Schaufel rennt. Gehört eben dazu, so ist das nun mal. Braucht man sich gar nicht lange darüber aufregen. Du Scheißköter! Ja, das ist natürlich jetzt blöde. Hier muss man dann nachhelfen. Oh, das wird ein Akt. Das wird ein Akt. Hier nachhelfen, dass die Strömung wieder in Ordnung kommt. Das wird natürlich ein Riesenakt. Muss man immer mit Eimer Wasser holen und dann. Wenn ich jetzt einen Eimer dabei habe, ich meine, ich habe einen dabei. So. Bäh. Kaum raus bei der Strömung hier. Ja, sind ja mehrere Schafe in Sicht. Ja, dieser blöde Baum, ne? Komm weg damit. Ich brauche eh das Holz. Bäume sind Schäume. Ja, hast du niemanden mitgebracht hier so zum, ne? Hier. Babys machen und sowas. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt vereinbaren können, ob wir Minecraft jetzt, die ganzen Folgen hier, ob das überhaupt noch jugendfrei bleibt jetzt hier. Ja? Was ist denn jetzt los? Ach so. Doch, ich habe doch noch eine Axt dabei. Und Inventar voll. Ach du meine Güte. Und was war mit Eimer? Eimer habe ich. Pass auf, dann geht das nämlich so. Irgendwo hier vorne eine Stelle, wo Wasser nachfließt. Und dann setzen wir das mal hier so ein. Laub könnte jetzt mal langsam abzischen. Das ist jetzt langwierig. Man bräuchte eigentlich mehrere Eimer, ne, um das perfekt hinzubekommen. So, dann kippt man jetzt halt wirklich in einer langwierigen Geschichte immer wieder. Ein wenig nach. Und jetzt haben die Tiere es wirklich auf mich abgesehen, glaube ich. Und jetzt kommen die ja nun wirklich alle an und ja, ich muss euch gleich alle umbringen, wenn ihr so weitermacht. Komm, 1,8, schnappt ihr das? Ja. So, und du kommst jetzt auch mal hier ans Ufer. Komm hoch. Ja, und jetzt bleibst du da bitte sitzen, damit ich hier mal weitermachen kann, ne? Ich meine, eigentlich sind sie auch cool, diese Strömungen, ne? Die so Stromschnellen sind das, ne? Nur ich hatte ja schon mal gesagt, man könnte das viel besser noch gebrauchen, wenn das dann eine andere Textur auch hätte, wo so ein bisschen Schaum drauf ist oder sowas. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, ne? Das war schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen will, denn es wird jetzt dunkel. Ja, guck mal, das war's schon. Das war's schon. Hehe. Ja, pass auf, ich mach das jetzt so. Ich habe kein Bett dabei. Habe ich jetzt wenigstens noch Wolle? Eine Wolle nur. Na, so. Das ist dramatisch. Ich versuche es nach Hause zu schaffen.
Ich weiß, es wird knapp. Aber hier sind wir schon im Steinbruch. Ich versuche schnell zu Hause schlafen zu gehen und vielleicht noch ein bisschen Wolle mitzunehmen für ein weiteres Bett. Was wir dann, das habe ich vergessen, wenn wir rausgehen über längere Zeit, sollte man natürlich wirklich ein Bett mitnehmen. Eine Höhle oder was kann man sich schnell mal graben. Aber wenn man dann kein Bett hat, ist man dann in der Höhle über Nacht und das ist ein bisschen langatmig. Es ist schon richtig dunkel. Jetzt muss ich natürlich auch zum Dorfeingang laufen, damit ich, das ist da vorne. Lalalala. Oh, Skelett. Ich habe immer Angst vor Skeletten. Skeletten sind mir nicht geheuer, die sind so dünn, ja. Ey, lass 1,8 in Ruhe. Gut, 1,8. Gut gemacht. Ja, ist auch noch ein bisschen zu duster hier. Klar, wir sind noch nicht fertig mit dem Dorf. Hier müssen noch überall noch. Ach ja, Wiese übrigens. Wiese. Ja. Ne, phänomenal. Die habe ich schon etwas erweitert, weil die sich plötzlich ausgebreitet hat ohne Ende. Ne? Aber gut, müssen wir natürlich auch hier so noch einen Weg runterführen. Hier noch anschließen. Ja, toll. Ja, der musste jetzt natürlich. Hallo, was ist denn jetzt hier los? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich habe jetzt gerade einen Augenblick die Übersicht verloren. Schnell mal schlafen. Ja, das war jetzt aber hier überhaupt nichts. 1,8 scheint auch draufgegangen zu sein bei der Explosion, ne? Kann das sein? Oh nö. Da müssen wir ein Grab bauen. Ich glaube, den hat's erwischt. Ja, du stirb. Stirb. Ach. Ja, den hat's erwischt, bestimmt. Der ist bestimmt hier rein. Und dann. Ja gut, dann hätten wir auch in der Natur bleiben können, draußen. Ja, wie weiß man vorher natürlich nicht. 1,8, 1,8. 1,8. 1,8. 1,8. 1,8 hat's erwischt. 1,8 hat's erwischt. Och, Manno. Das finde ich aber nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Ein Bett baue ich mir. Und dann gehe ich wieder weg. Ich habe keine Wolle mehr. Ja, mein Hund ist tot. Mein Hund ist tot, liebe Leute. Ganz klarer Fall. Der ist jetzt weg. Der kommt nie wieder. Hier ist noch ein Zombie irgendwo. 1,8, bist du wirklich gestorben in der Explosion? Boah, ich hatte noch den Eindruck, ich konnte mich ja noch retten. Der kam vom Dach runtergesprungen, ne? Ah. Ja, gut. Wir sind harte Krieger. Ja, wir können jetzt hier keine. Unsere Sentimentalitäten können wir uns nicht erlauben. Na. Ich renne jetzt einfach wieder. Ist mir jetzt egal. Ich verbringe dann auch die Nächte draußen. Ja, und in den Gefahren. Ich habe es jetzt auch nicht anders verdient. Ohne Hund. Naja, springt er uns wenigstens auch nicht mehr vor der Nase rum. Der Dieb schon wieder mit einem Schlag erledigt. Da ist doch was nicht in Ordnung. Die ganzen Kühe hier in der Gegend, die scheinen so ein bisschen zu schwächeln. Genauso wie 1,8. Der schwächelt jetzt auch, aber dafür hat er keine Sorgen mehr, ne? Naja. Wir werden einen neuen Hund finden.
Im Moment brauche ich auch keinen. Wir werden eben ein Grab bauen, dem 1.8. Wir haben genug Platz in unserem Dorf und da bauen wir ihm ein schönes Grab hin. So, jetzt bin ich wieder Steinbruch. Müssen wir eigentlich Steine hacken? Nö, brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir im Moment nicht. Ich wollte mich eher nochmal hier auf den Flusslauf konzentrieren. Saiblinge einstecken. So. Ja, prima. Hier haben wir schon ein bisschen. Bisschen ausgefeilt. Ja, um den Schmerz zu verkraften. Was gibt's da Besseres als einfach mal weiter zu arbeiten, ne? Sich in Arbeit zu stürzen, ja. Terraforming ist angesagt. Ist jetzt beschlossene Sache. Ich grab jetzt hier den Fluss auf. Habe mir den schon von vor vielen Folgen, als wir hier angekommen sind, da habe ich mir den mal angeguckt und festgestellt, dass man hier aufgraben kann. Die treffen sich dann nämlich gleich da hinten. Und dann geht es noch ein Stück weiter. Das ist hier noch gar nichts. Unten am Fluss. Ja, ihr geht mir jetzt auch schon wieder auf den Senkel. Hör mal, ich bin doch in Trauer. Und da feiert ihr hier so eine Party mit eurem Gemuhe. Schämt ihr euch nicht? Echt schlimm. Diese jungen Kühe heutzutage haben einfach keinen Respekt mehr. Erde mitnehmen. Erde brauchen wir natürlich. Erde brauchen wir sehr doll aufgrund unserer Begrünungsmaßnahme. So, und hier auch noch. Ob sich das wenigstens damit trifft. So, und dann heißt es wieder Eimerchen rausholen, ne? Wasser schöpfen. Und schon mal so ein bisschen in die Ecken kippen. Ja. Mal auf der anderen Seite. Ich schwimme auch mal rein in die Strömung. Ja, in die reißenden Strömung hier. Weiter, 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 weiter. Ja, isst den, komm noch ein. Hier hin. Ah, hoi, das war gut. Das war gut. Aha. Jetzt hier drüben. Hier vielleicht. Boah, Mann. Lass mich hier raus. Ah. War schön in der Natur. Aha, wieder ein Stück. Ja, das geht immer schneller, als man so glaubt. Na. Jetzt haben wir es aber, oder? Ja. Ja, prima. Prima, jetzt bin ich auch schon wieder etwas besser drauf. Tut mir doch immer leid, wenn so ein... Guck mal, der hat uns die Reise begleitet, jetzt 1.8. Boah, nee, das ist schon dramatisch, aber so ist das nochmal mit dem Gevattertod, ne? Man kann sich leider nicht so aussuchen, wann er erscheint und in welcher Form. Ja, vielleicht wäre der 1.8 ja doch viel lieber von dem Skelett erschossen worden. Ja. Ah, das ist, er war auch noch verletzt, als er starb, naja. Ja, vielleicht wäre er auch lieber so in den Ender aufgestiegen und... Um dort mit Enderman durch die Gegend zu ziehen. Ja, Leute, ich zeige euch mal das, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Hahaha. Na, also zumindest werde ich das Flussbett hier aufgraben. Aber sowas von aufgraben. Ich werde mir hier jetzt mal eine Höhle bauen und noch eine Werkbank reinstellen und so, damit ich mir Ersatzwerkzeuge, wo drücke ich eigentlich drauf? Ersatzwerkzeuge herstellen kann, ja.
Inventar ist auch voll und alles, ne? Das ist wieder Murks. Das sollte ich vielleicht jetzt auch direkt mal anfangen, damit ich jetzt nicht in die Bedrulle komme. So, das reicht schon. Ja, und dann mache ich hinter ihm mal die Tür zu. Ja, genau wie wir auf 1.8 heute mal einen Deckel drauf gemacht haben. Gucken wir noch ein bisschen raus, so ist es schöner, so zum Auf Wiedersehen sagen, ne? In der nächsten Folge dann heißes Flussbett, brutal und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Vielen Dank erstmal zum Zusehen oder fürs Zusehen und auf Wiedersehen, ne? 1.8, 1.8, du kehrst nie wieder.